Redner ist der Kollege Kai Wegner von der CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Staatssekretär hat zur Verantwortung von Bund und Ländern bereits das Richtige gesagt. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, ich würde mir wünschen, dass wir gemeinsam, auch Sie, statt wohlfeilender Anträge für den Deutschen Bundestag zu formulieren, dafür Sorge tragen, dass die Verantwortung, die der Bund übernimmt für die soziale Wohnraumförderung, dass der Bund die Verantwortung für die Länder übernimmt, dass die Länder, auch die Länder, in denen sie Verantwortung tragen, dieses Geld dann auch zielgerichtet für diese Menschen verwendet, für die soziale Wohnraumförderung, statt sie in Haushaltslöchern versickern zu lassen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Frau Ley, Sie sprachen auch von Jahrhundertfehlern. Hätte mir gewünscht, dass Sie, Frau Ley, auch als Jahrhundertfehler den Fehler bezeichnet hätten, den Ihre Linke, Ihre Partei in Regierungsverantwortung in Berlin übernommen hat, beziehungsweise zu verantworten hat. Sie waren es nämlich, die die größte Wohnungsbaugesellschaft, staatliche Wohnungsbaugesellschaft in Berlin privatisiert hat. Und dass das noch nicht reicht, haben Sie es gleich noch an die Börse mitgegeben, Frau Ley. Das ist Praxispolitik der Linken in den Ländern. Und das ist unredlich, wenn Sie hier anders formulieren, meine Damen und Herren. Sie können sich Herr Kollege Wegner, darf ich Sie noch mal kurz unterbrechen? Die Kollegin Ley hätte eine Zwischenfrage an Sie. Sehr gerne. Gestatten Sie die, bitte schön. Vielleicht bezeichnet sie das ja dann auch als Fehler. Also, Herr Kollege, selbstverständlich, das habe ich immer gesagt, das haben auch andere Rednerinnen und Redner in dieser Fraktion hier immer gesagt, dieser Verkauf in Berlin, das war ein Riesenfehler, das muss man so unumwunden zugeben, da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Ich muss mich ehrlich gesagt etwas wundern, warum Sie als Vertreter der Union das hier jetzt so hochziehen, denn erstens geben Sie mir darin recht, dass die extreme Haushaltsnotlage des Landes Berlin vorwiegend damals durch die Große Koalition, vor allen Dingen durch das Agieren der Union verschuldet war. Geben Sie mir zweitens recht, dass es die Union war, damals in der Opposition, die die rot-rote Regierung verklagt hat wegen dem Haushalt. Und geben Sie mir drittens recht, dass es Ihre Partei war, die in Berlin gefordert hat, sämtliche Wohnungsunternehmen zu privatisieren. Finden Sie nicht auch, dass wer so im Glashaus sitzt, nicht auf andere mit Steinen schmeißen sollte? Da habe ich ja Glück, dass ich nicht im Glashaus sitze. Und glauben Sie es mir, ich bin nun seit vielen Jahren Mitglied der Berliner CDU, auch in unterschiedlichen Stellen. Ich kenne keinen Tag, wo die Berliner CDU die komplette Privatisierung aller staatlichen Wohnungsbaugesellschaften gefördert hat, Frau Ley. Ganz im Gegenteil, die Privatisierung der größten Wohnungsbaugesellschaft in Berlin ist in Ihrer Regierungszeit beschlossen und vollzogen worden. Das haben wir als Union im Übrigen sogar kritisiert, Frau Ley. Das gehört zur Wahrheit und das ist dann unredlich. Gut. Meine Damen und Herren, man ist halt getroffen, wenn man von der Wahrheit, wie man in den Ländern Verantwortung trägt, wenn man da den Spiegel vors Gesicht gehalten bekommt und hier andere Anträge formuliert. Von daher, Frau Ley, nehme ich das auch so zur Kenntnis. Ja, meine Damen und Herren, diese Koalition, diese große Koalition wird sich mit Nachdruck weiter dafür einsetzen, dass für alle Menschen Wohnraum in Deutschland zur Verfügung steht, für alle Menschen in allen Stadtvierteln, auch bezahlbarer Wohnraum. Und wir haben da einiges erreicht, einiges erledigt. Und ich sage nicht, dass wir schon fertig sind. Wir haben noch vieles vor uns. Aber wir haben die Mittel für die soziale Wohnraumförderung deutlich erhöht und diskutieren sie in den nächsten beiden Jahren nochmals um 500 Millionen Euro zusätzlich zu erhöhen. Das ist eine Kraftanstrengung, weil diese Regierung, diese Koalition die Verantwortung, die wir haben, sehen. Aber nochmal, ich erwarte auch von den Ländern, dass sie nicht immer nur nach Geld rufen, sondern diese Mittel dann auch passgenau einsetzen, meine Damen und Herren. Wir haben das Leistungsniveau des Wohngeldes deutlich angehoben, um einkommensschwache Haushalte bei den Wohnkosten schnell, wirkungsvoll und treffsicher zu entlasten. Ja, wir haben das Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen ins Leben gerufen und die Maßnahmen identifiziert, die zu mehr Wohnungsbau führen sollen.
Ja, wir haben auch die Mietpreisbremse eingeführt, damit Menschen nicht aus ihren eingestammten Wohnvierteln verdrängt werden. Wir haben aber schon immer gesagt, und auch ich habe das schon immer gesagt, eine Mietpreisbremse, so sinnvoll sie auch sein mag, schafft keine einzige neue bezahlbare Wohnung, meine Damen und Herren. Auch das gehört zur Wahrheit. Wir werden einen Investitionspakt für die soziale Integration im Quartier auflegen und die Fördermittel für die Stadtentwicklung noch mal deutlich erhöhen. All diese Maßnahmen, meine Damen und Herren, sind richtig und wichtig. Denn insbesondere in den Ballungszentren steigen die Mieten weiter. Und auch die Preise für Wohneigentum schießen in die Höhe. Je größer die Stadt, desto stärker die Preissteigerung. Die Gründe dafür sind klar, sie liegen auf der Hand. Deutschlands Städte sind attraktiv, ziehen viele Menschen an, ja, und sie wachsen. Und wo eine steigende Nachfrage auf ein nur gemächlich wachsendes Angebot trifft, steigen die Preise. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass die erste und wichtigste Antwort auf die steigende Nachfrage ist, dass wir alle Anstrengungen unternehmen müssen, um mehr, um neuen Wohnraum zu schaffen. Deshalb ist die Devise völlig richtig, dass wir auf Bauen, Bauen und nochmals Bauen setzen müssen, meine Damen und Herren. Und das zeigen im Übrigen auch, nun ist schon oft meine Heimatstadt Berlin erwähnt worden. Wir haben in Berlin derzeit eine Leerstandsquote von 1,7%. 1,7%. Wir alle wissen, wie die Stadt in den nächsten Jahren wächst. Wer meint, bei einer Leerstandsquote von 1,7% können wir weiter mit Regularien vorgehen, weitere Gesetze regulieren und schaffen und damit einen stabilen Mietpreis, Mietmarkt entstehen lassen, der irrt, meine Damen und Herren. Auch in Berlin gilt es, mehr Wohnungen zu bauen und auf die steigende Nachfrage zu reagieren. Ja, und zur Wahrheit gehört auch, nun wird das ja immer wie ein Dogma hier vorgetragen, staatliche Gesellschaften sind für alles zuständig. Ja, meine Damen und Herren, wir brauchen die staatlichen Gesellschaften, um dieser Herausforderung gerecht zu werden. Wir brauchen auch die Genossenschaften. Auch das gehört zur Wahrheit. Aber meine Damen und Herren, wir werden dieser großen Herausforderung nur gerecht, wenn wir auch auf private Investitionen, private Investoren setzen. Nur so, in diesem Dreiklang, staatliche Gesellschaften, Genossenschaften und private Bauherren, werden wir dieser Herausforderung gerecht werden können, meine Damen und Herren. Nach allen Schätzungen benötigen wir in Deutschland jährlich mindestens 350.000 neue Wohnungen. 350.000 neue Wohnungen. Und ja, ich bin sehr dafür, für eine behutsame Nachverdichtung in bestehenden Stadtquartieren. Aber zur Wahrheit gehört auch bei der Verdichtung gibt es Grenzen. Und wer glaubt, dass wir diese große Zahl von neuen Wohnungen allein durch Geschossaufstockung und das Schließen von Baulücken im Innenbereich schließen können, der, meine ich, irrt. Zwischen Gründerzeithaus und Platte kann man nicht 350.000 neue Wohnungen errichten, meine Damen und Herren. Um den Menschen die Wohnung bereitzustellen, die sie benötigen, müssen wir auch ein neues Bauland am Siedlungsrand erschließen. Wir brauchen im Bauplanungsrecht folglich mehr beschleunigtes Planen am Ortsrand. Frau Ministerin Hendricks, lieber Herr Staatssekretär Pronold, die Baurechtsnovelle hat leider immer noch keine Kabinettsreife, weil dort das so dringend benötigte Signal für die siedlungsnahen Außenbereiche fehlt. Wir haben doch inzwischen folgende absurde Situation. Baulandeigentümer lassen nicht bauen, sondern lehnen sich zurück und erfreuen sich an den immer weiter steigenden Preisen. Dieses spekulative Verhalten müssen wir endlich unterbinden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und der beste Weg, um den Baulandspekulanten den Gar auszumachen, wäre die spürbare Ausweiterung weiterer bebaubarer Flächen. Denn dann hätte das Spekulieren auf immer weiter steigende Preise ganz schnell ein Ende, meine Damen und Herren. Ja, liebe Frau Ministerin, lieber Herr Pronold, damit wir schnell die Kabinettsreife erreichen, machen Sie den Weg frei, damit wir schnell zu mehr Bauland in unserem Land kommen können. Wir brauchen dieses Instrument,
mit dem wir planungsrechtlich zügig auf den derzeitigen Wohnungsmangel reagieren können. Und keiner sollte sich auf diffuse europäische oder hinter diffuse europäische Regelungen verstecken. Das klärt sich. Beim Bauland entscheidet sich am Ende des Tages, wer sich wirklich diesen Problemen stellen will und wer wirklich dieses Problem lösen will. Und meine Damen und Herren, ja, wir brauchen auch bei der Innenentwicklung in der Städtebaurechtsnovelle müssen wir das eine oder andere verändern. Und ich begrüße, dass es einen neuen Baugebietstypus urbanes Gebiet geben wird. Wir wollen ein besseres Nebeneinander von Wohnen und Gewerbe und damit auch den Bau zusätzlicher Wohnungen in urbanen Zentren. Das urbane Gebiet soll zudem die funktionale Durchmischung in unseren Städten stärken. Denn gemischte Quartiere sind ein Garant für Lebensqualität, für Wohnzufriedenheit, für Standortbindung und für Identitätsbildung. Auch das ist ein wichtiger Baustein für lebenswerte Wohnverhältnisse in starken Stadtteilen. Meine Damen und Herren, das Thema Wohneigentum wurde angesprochen. Ich glaube, auch hier brauchen wir verstärkte Anregungen, verstärkte Einmischung. Das Thema Wohneigentum braucht eine höhere Wertschätzung, auch von Seiten der Bundesregierung, auch von Seiten der Bundesministerin. Denn wer den Mut hat, die Möglichkeiten hat, letztlich sich für die eigenen vier Wände zu entscheiden, der schafft am Ende des Tages Freiräume in Mietwohnungen. Und das ist auch die beste Altersversorgung für die Menschen. Von daher müssen wir auch hier größere Kraftanstrengungen unternehmen, das Thema Wohneigentum weiter zu fördern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir bei der Frage des bezahlbaren Wohnraums in lebenswerten Städten auch vor manchen Herausforderungen stehen, stehen wir doch im europäischen und erst recht im globalen Maßstab verhältnismäßig gut da. Urbanisierung ist ein weltweites Phänomen. Beim UN-Weltsiedlungsgipfel diskutieren deshalb 40.000 Menschen, wie die vielen Herausforderungen durch den starken Zuzug in großen Städten gemeistert werden können. Es ist sicher kein Zufall, dass wir Deutschen bei der Habitat-3-Konferenz ein gefragter Ratgeber sind, wie die großen Metropolen dieser Welt nachhaltiger, sicherer und lebenswerter gemacht werden können. Das deutsche Modell der Städtebauförderung kann beispielgebend für andere Länder sein, denn die Städtebauförderung hat sich bei uns in Deutschland in fast 4,5 Jahrzehnten außerordentlich bewährt. Meine Damen und Herren, wir als Union glauben an die Kraft des Marktes. Wir bekennen uns aber auch zur staatlichen Verantwortung für alle, die auf den regulären Wohnungsmärkten aus verschiedenen Gründen keine Chance haben. Die soziale Balance ist ein hohes Gut. Wir wollen nicht nebeneinander leben, sondern wir wollen miteinander leben. Geringverdiener und Menschen mit höherem Einkommen, Ortsansässige und neu hinzugezogene, junge und alte, Familien, Alleinlebende. Wir als Koalition werden auch weiterhin alle Anstrengungen unternehmen, dass alle Menschen in Deutschland eine bezahlbare Wohnung finden und dass die soziale Balance erhalten bleibt oder wiedergewonnen wird. Denn auch in den Wohnvierteln entscheidet sich am Ende des Tages die Zukunft unseres Landes. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Klaus.